Leute, ich habe Leaks für einen absolut unfassbaren Solo-Modus in Season 17. In den Kommentaren könnt ihr euch gerne darüber auslassen, für wie echt ihr die Leaks haltet oder nicht. Ein Solo-Modus in Season 17 für 2 Wochen, mit Sicherheit mit besonderen Regeln, die es tatsächlich in sich haben und extrem interessant klingen. Hier und da gibt es aber Sachen, wo ich denke, ob das wirklich so umgesetzt wird. Wie gesagt, das sind Leaks. Lasst uns einfach mal in den Kommentaren philosophieren. Echt ja oder nein? Ich blende es euch ein. Wurde geleakt. Es sind 60 Spieler. Solo. Alle gegen alle. Auf welcher Map? Aktuell unklar. Vielleicht sogar alle Maps. Achtung, folgende krasse Regeln. Es gibt für sämtliche Fähigkeiten, für sämtliche Legenden, die ihr in diesem Modus zockt, keine Abilities. Ihr könnt weder eine Ulti zünden, noch bei Octane habt ihr passiv eure Heilfähigkeiten und so weiter und so fort. Ihr habt einfach nur eure Legende. Also macht es dort meiner Meinung nach nur Sinn, eine Legende mit einer kleinen Hitbox zu nehmen oder eine Legende mit einer großen, dafür 15% weniger Schaden. Aber für mich macht dann einfach nur ein Octane oder eine Wraith Sinn. Es ist jetzt zumindest meine Denke, wenn wir tatsächlich keine Fähigkeiten benutzen können. Es gibt, wie gesagt, keine Fähigkeiten, die wir einsetzen. Stattdessen finden wir Verbrauchsmaterialien, die uns temporär auf Zeit Buffs geben. Effekte, aber auch Debuffs. Das heißt, so gut wie alle Sachen, die wir finden können, die uns positiv bereichern, haben auch einen starken Nebeneffekt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht nicht ganz so krass reinhauen. Wir haben Beispiele für temporäre Buffs. Stim, erhöhte Geschwindigkeit und Gesundheitsregeneration. Man nimmt aber, wenn wir das aktivieren, mehr Schaden. Also wir bekommen mehr Schaden und wir haben eine eingeschränkte Sicht. Nächster Effekt wäre Mantel. Kurzzeitig sind wir unsichtbar. Kennen wir aus der Mirage-Geschichte, wenn wir revived werden bzw. wieder hochgehoben werden. Steps sind leiser und auch die Waffen sind deutlich leiser, wenn wir es abfeuern. Das heißt, ich verstehe das so, wenn wir unsichtbar sind, können wir unsere Waffe abfeuern. Müssen wir mal sehen. EMP deaktiviert sämtliche Elektroniken wie zum Beispiel den Watson-Mast und auch Schilde werden vom Gegner für kurze Zeit deaktiviert. Aber, und jetzt kommt das fette Aber, Gegner im Umkreis des EMPs, also im Wirkungsbereich, sehen die Location, wo ihr seid. Ob wir das nur auf der Minimap zum Beispiel sehen, wo der Punkt ist, wo das aktiviert wurde, oder ob wir durch Wände sichtbar sind, keine Ahnung. Berserker, erhöhter Nahkampfschaden und Knockback. Knockback verstehe ich so, wenn wir jemanden eine reinziehen, wird er etwas weiter nach hinten geschleudert als sonst. Aber reduzierte Reichweite und Genauigkeit der Waffe und Swap, das finde ich extrem interessant. Du tauschst sowohl Position als auch Loadout mit deinem Feind. Der Feind wird vorher gewarnt, bevor er quasi seine Position und sein Loadout mit dir wechselt. Das Interessante an dem Loadout ist nämlich, und das kommt jetzt, es gibt keinen festen Loadout. Wenn wir starten, starten wir random mit einer Waffe, mit bestimmten Aufsätzen. Wir können auch keine Waffen irgendwo auf dem Boden finden. Das ist sehr, sehr interessant. Man kann quasi das Loadout nur mit Gegnern tauschen, die wir selber getötet haben. Ich verstehe das also so, es gibt keine Deathbox. Oder es gibt eine Deathbox, ihr könnt das Loadout von dem aufnehmen, aber nur, wenn ihr den selber getötet habt. Das ist echt sehr interessant. Und wir können noch Modifizierer im Spiel für unsere Waffen finden. Zum Beispiel Ricochet heißt das erste, wenn ich es richtig ausspreche. Kugeln prallen von Wänden und Oberflächen ab. Du hast eine erhöhte Reichweite, erhöhten Schaden, aber die Kugeln sind unberechenbar. Was interessiert mich unberechenbar, wenn ich nicht nur das eine rein interpretieren kann, dass wir vielleicht von Kugeln, die abprallen, sogar selber Schaden nehmen können? Das ist das Einzige, wo es Sinn macht, dass das einen Negativeffekt hat. Wenn ich meine Waffe geradeaus feuere auf den Gegner, passiert nichts, es prallt nirgendwo eine Kugel ab. Aber unberechenbar heißt für mich, dass ich vielleicht an den eigen abgeprallten Kugeln selber Schaden nehmen kann. Das ist so das Einzige, was für mich Sinn dahinter wäre. Explosiv, Kugeln explodieren beim Aufprall und verursachen Flächenschaden, wenn Gegner direkt daneben stehen. Das macht für mich bei einem
Free for All, alle gegen alle, eigentlich kaum Sinn, weil Teammates gibt es keine. Und dann müssen Gunfights wirklich, da müssen ja ganz viele Gegner irgendwie auf einem ganz, ganz kleinen Raum gegeneinander kämpfen. Das kann natürlich in Häusern passieren. Klingt erstmal nicht schlecht. Was haben wir noch? Wir haben Disruptor, erhöhter Schaden auf Schilder, aber wir teilen auf Gesundheit. Also alles, was wir an Damage ohne Schild machen, deutlich weniger. Das ist quasi nicht mit den Disruptor Rounds zu vergleichen, weil der Schaden ja sonst standardmäßig auf die Gesundheit bleibt, aber der wird so stark reduziert. Dann haben wir Brandkugeln oder Brandschaden. Kugeln setzen Feinde in Brand. Kennen wir ähnlich bei der Thermitgranate. Wenn du den triffst, gibt es noch Schaden über Zeit. Genauso wie bei den Brand Schaden. Und deine Waffe kann überhitzen und wird dadurch ungenau. Dann haben wir noch intelligent und da bin ich mir nicht ganz sicher. Kugeln bleiben beim Gegner stecken. Erhöhte Trefferrate und kritischer Treffer macht für mich erstmal keinen Sinn. Entweder ich bin drauf oder ich bin nicht drauf auf dem Gegner. Und kritische Treffer gibt es meiner Meinung nach in Apex Legends nur auf den Kopf. Und da bin ich mir eben nicht so sicher über die Wahrheit vielleicht der Leaks. Oder dass da irgendwie Zufallshits gibt. Kennen wir aus Rollenspielen. Wir machen ab und zu einfach mal einen kritischen Schaden, da machst du statt 200 vielleicht 300 Schaden, egal wo du hintriffst, den Gegner, das kenne ich zum Beispiel aus Final Fantasy und deswegen bin ich mir hier nicht sicher, ob das vielleicht direkt für dieses Event so ist, dass du ab und zu mal auf den Körper statt 20 vielleicht 30 Schaden machst, dass das vielleicht einfach die kritische Trefferrate erhöht. Alles andere macht für mich keinen Sinn und hier das dicke Aber. Die Waffe ist sehr laut, ihr seid quasi leichter zu entdecken und sie lädt langsam nach. Und die weitere Erklärung von Rumble, alles kann passieren. Die Map, der Ring, die Beute, die Anomalien, was auch immer damit gemeint ist, die Tierwelt. Die Tierwelt ist für mich quasi eigentlich nur Prowler oder Flyer. Gibt es noch irgendwelche Tiere, die ich gerade spontan vergessen habe? Ich glaube nicht. Und Verbrauchsmaterialien. Alles ist random und jedes Match ist nicht wie das davor. Du spawnst quasi immer mit einer anderen Waffe und jedes Match geht irgendwie immer anders aus und fühlt sich anders an, weil alles irgendwie random ist. Leute, ihr wisst Bescheid, viel mehr kann ich jetzt hier gerade nicht reininterpretieren. Meiner Meinung nach klingt's relativ echt. Es sind Leaks, dürfen wir nicht vergessen. Es klingt tatsächlich geil. Ich würde mir einen Solo-Modus schon so lange wünschen, wie viele andere von euch auch. Vielleicht kommt Solo-Modus ja als Standardversion irgendwann mal fest zurück. Aber als LTM für einen kleinen Test vielleicht, würde ich das, so wie es hier gerade in den Leaks geschrieben ist, eigentlich ganz geil finden. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.